Heute ist ja endlich Halloween und da gibt es auch eine richtig süße Halloween-Geschichte. Passt mal auf. Vielleicht wird es auch ganz unheimlich bei euch. Unheimliche Nachbarn. In Tims und Sophies Straße war es immer ruhig. Alle Nachbarn kannten sich gut und jeder wusste, wer wo wohnte. Doch eines Tages änderte sich alles, als das alte Ehepaar im großen Esschaos auszog und es wochenlang leer stand. Da zieht sicher bald jemand ein, hatte Tim gesagt, als sie an einem Herbsttag auf ihrem Weg zur Schule an dem verlassenen Haus vorbeiging. Sophie nickte. Doch es vergingen Tage, dann Wochen und niemand kam, bis eines Tages, kurz vor Halloween, plötzlich ein Umzugswagen vor dem Haus stand. Tim und Sophie standen wie angewurzelt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Zwei Leute in schwarzen Mänteln und breiten Hüten stiegen aus dem Wagen. Sie trugen große Sonnenbrillen, obwohl es bereits dämmerte. Das Merkwürdigste von allem, der Mann trug eine große Kiste, aus der etwas herausragte, das wie eine Fledermaus aussah. »Sieh dir das an«, flüsterte Tim aufgeregt, »das sind bestimmt Vampire.« Sophie verdrehte die Augen. »Tim, Vampire gibt es nicht. Hör auf, dir solche Geschichten auszudenken.« »Aber guck sie dir doch an. Sieh dir die mysteriöse Kleidung an. Wer zieht bei Nacht an? Das ist doch komisch.« Tim war überzeugt davon, dass die neuen Nachbarn nicht normal waren. »Vielleicht mögen sie einfach die Dunkelheit. Oder sie hatten einen weiten Weg«, sagte Sophie skeptisch. »Aber okay, ist es schon ein bisschen merkwürdig.« Die beiden beschlossen, die neuen Nachbarn im Auge zu behalten. Die nächsten Tage verbrachten sie damit, das Haus aus sicherer Entfernung zu beobachten. Immer wieder sahen sich die beiden neuen Bewohner, eine hochgewachsene Frau mit bleichem Gesicht und langen schwarzen Haaren und ein schlanken Mann mit genauso blasser Haut. Beide schienen das Tageslicht zu meiden, denn sie verließen das Haus nur, wenn es dunkel war. »Sieh dir das an«, flüsterte Tim eines Abends. »Die Gardinen sind den ganzen Tag zugezogen. Und hast du gesehen, wie die Frau neulich am Fenster stand? Ihr Gesicht war fast durchsichtig.« Sophie war hin und her gerissen. Einerseits wusste sie, dass Tims Fantasie oft mit ihm durchging. Andererseits gab es tatsächlich viele merkwürdige Dinge. Sie beschlossen, die Sache an Halloween genauer unter die Lupe zu nehmen. Halloween war endlich da und die Straße war voller verkleideter Kinder, die von Tür zu Tür gingen, um Süßigkeiten zu sammeln. Die perfekte Tarnung, um das Haus aus der Nähe zu betrachten. Tim und Sophie hatten für den Abend einen Plan überlegt. Sie würden bei den neuen Nachbarn klingeln und sehen, was passierte. »Vielleicht verwandeln sie uns in Fledermäuse«, schimpfte Tim, während er in seinem Plastikkostüm durch die Straßen marschierte. Sophie, die als Hexe verkleidet war, rollte mit den Augen, konnte aber ihre Nervosität nicht verbergen. Als sie schließlich vor dem großen Eckhaus ankamen, stockte ihnen der Atem. Das Haus sah an diesem Abend noch unheimlicher aus. Überall hingen dunkle Schatten und kein einziges Licht war zu sehen. »Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist«, murmelte Sophie, wenn sie an der steinernen Treppe standen. »Komm schon«, sagte Tim und atmete tief durch. »Wir sollen doch wissen, ob sie wirklich Vampire sind.« Mit einem nervösen Lächeln drückte Tim auf die alte Klingel. Ein langer, gruseliger Klang hallte durch das Haus. Sie warteten und warteten. Schließlich öffnete sich die Tür mit einem langsamen, unheimlichen Quietschen. Dann stand die blasse Frau direkt vor ihnen, gekleidet in einem langen schwarzen Kleid. Sie sah die Kinder mit ihren stehenden dunklen Augen an. »Ja«, fragte sie mit tiefer, ruhiger Stimme, »was wollt ihr?« Tim, der sich für diesen Moment einen coolen Spruch zurechtgelegt hat, brachte nur ein süßes oder saures heraus. Die Frau musterte die Beine und lächelte dann fröhlich. »Ach, ihr seid für Halloween-Süßigkeiten hier. Natürlich. Einen Moment bitte.« Sie verschwand im Haus und ließ die Tür offen. Tim und Sophie standen starr an der Schwelle. Tim flüsterte, »Ich hab dir's gesagt, sie sind Vampire. Sie holt jetzt ihre magischen Tränke.«
Doch bevor Sophie antworten konnte, kam die Frau zurück mit einer riesigen Schüssel voller Süßigkeiten. Hier, sagte sie freundlich und hielt ihnen die Schlüssel hin. Bedient euch. Verwirrt, aber erleichtert nahmen die beiden einige Bonbons aus der Schüssel. Danke, sagte Sophie höflich. Viel Spaß heute Abend, sagte die Frau und lächelte ein weiteres breites Lächeln, bei dem Tim fast glaubte, spitze Eckzähne zu sehen. Dann schloss sie die Tür. Auf dem Weg zurück zum Gehweg vor dem Haus atmete Sophie auf. Na also, es sind nur ganz normale Leute. Normale Leute? Fragte Tim ungläubig. Hast du gesehen, wie sie aussieht? Und hast du die Zähne gesehen? Sie haben sich extra freundlich gegeben, um uns zu täuschen. Sie könnten sich jederzeit in Fledermäuse verwandeln und die Nachbarschaft unsicher machen. Sophie schüttelte den Kopf und wollte gerade widersprechen, als sie ein seltsames Geräusch hinter sich hörten. Es klang wie ein Flattern. Tim und Sophie drehten sich gleichzeitig um und sahen eine Fledermaus, die direkt über dem Haus der neuen Nachbarn in den Himmel flog. »Was habe ich dir gesagt?« rief Tim triumphierend. »Fledermaus!« Sophie starrte die Fledermaus an und dann das Haus. Sie konnte nicht glauben, dass das alles Zufall war. »Vielleicht doch«, flüsterte sie. Und so gingen sie wieder nach Hause, beide mit dem Gefühl, dass sie das Geheimnis der unheimlichen Nachbarn niemals ganz lüften würden. Aber eines wussten sie sicher. In dieser Halloween-Nacht hatten sie genügend Abenteuer für ein ganzes Jahr erlebt. Und vielleicht erlebt ihr in der heutigen Halloween-Nacht auch mal ein paar ganz lustige Abenteuer. Ein solches wäre schon ganz viel. Und dann könnt ihr es euch auch weitererzählen. Viel Spaß!